Und es quattenden wenig Shakes and Fidget auf W23. Neuer Server, neue Klasse, neues Glück. Der Schilling ist zurück, nämlich Assassine. Ich habe jetzt ein bisschen gekämpft, bisschen gequestet, mein Sammelalbum gekauft. Am Glücksrad musste ich 13 Mal drehen, bis ich 2 Mal Gold hatte, dass ich mir das kaufen kann. Jetzt habe ich es hier mit 4,9% und werde in diesem Video ein wenig was machen. Hoffentlich bei... ich muss kurz überlegen. Ich drehe hier mal eventuell in der Hoffnung, genau, auf entweder Items oder Gold. Ich will jetzt kämpfen und mein Sammelalbum befüllen. Genau das habe ich gesucht. Diesen Trank, vielen Dank. Und jetzt würde ich gerne noch, Ausdauer, Glück, Geschick 15. Jetzt würde ich gerne noch irgendein Item mitnehmen. So, und eventuell noch eine bessere Waffe oder sowas. Was haben wir da so im Angebot? Am Anfang können sich die Attribute wirklich enorm unterscheiden. Stärke, Ausdauer 12, nein. Wo sind denn die guten Items? Ein Gold für so ein Teil, ja, kann man machen. Ist zwar eigentlich nicht, aber für ein Gold 16 Durchschnittsschaden. Mit Glück, ja, machen wir jetzt auch. Doppelter Durchschnittsschaden. So, gekauft, gekauft. Und jetzt, erstens ist mir das ein bisschen zu laut auf meinen Öhrchen. Okay, jetzt kämpfe ich ein bisschen, um mein Sammelalbum zu befüllen. Ich werde mich eher nach allem außer Assassinen richten. Also nach allem werde ich mich richten. Wie auch immer. Ich werde danach Ausschau halten. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass da immer 2 Schwerter rumfliegen. Nummer 1 und Nummer 2. So, vorrangig werde ich auch Magier angreifen, weil die anderen Items, aufgrund des Überflusses an Assassinen, die, glaube ich, bekommt man relativ schnell und einfach. Ist noch der erste Tag. Einige Stunden nach Serverstart, aber noch längst nicht Mitternacht. Und wir haben hier ein paar Leute auf 16, 17 so. Aber die legen, glaube ich, gerade so ein bisschen Pause ein und füllen ihr Sammelalbum. Was sehen wir hier so? 11%, 4%, 10%, 25%. Zeus, was ist mit dir los? 28%, 14%. Da sind schon ein paar Hausnummern dabei. Ich glaube, da muss ich mich jetzt ins Zeug legen. Den ersten Dungeon-Schlüssel in den entweihten Katakomben habe ich schon bekommen. Da greifen wir mal das Gespenst an mit 2 Schwertern. Ich hoffe, dass ab und zu ein kritischer Treffer da auch dabei ist von einem von diesen beiden Angriffen. Jetzt schon so viele Angriffe und noch kein einziger kritisch. Aber der Gegner auch nicht zu meiner Verteidigung. Okay. Moment mal. Gespenst? Klar, Gespenst ist der erste. Warum wird da der widerliche Wiedergänger angezeigt? Okay. Okay. Hallo, mit Level 11 werde ich doch das Gespenst zumindest nur packen, weil da bekomme ich eine Epic-Waffe. Hat mir jemand geflüstert. Aber ich will jetzt, ich sehe mir das so lange an, bis ich mindestens einen kritischen Treffer sehe. Ah, da ist er schon, da war er und ich glaube, das war der wichtige Treffer, genau. Ein kritischer Treffer muss dabei sein. Gut, es gibt leider nicht mal ein Item. Einfach nur 6 Gold, 1300 Erfahrungspunkte. Aber dadurch bin ich auf Level 12 aufgestiegen. Und was haben wir jetzt? Das Skelett und das stimmt diesmal sogar. Genau, das ist ein Krieger und den kann ich unmöglich jetzt packen, ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich will mich nämlich ein bisschen in der Ehrenhalle umschauen. 3 Assassinen haben wir hier. Warum leuchten denn die Schwerter so? Leuchten die von den anderen eigentlich? Ja, stimmt. Die leuchten eigentlich alle. Vom Magier sieht man es nicht so. Also, wir machen da, am Anfang ist es noch relativ einfach. Da sucht man sich jemanden raus, man versucht sich das ein bisschen zu merken. Und dafür habe ich mir die Pilze gekauft, weil ich jetzt ordentlich kloppen werde. Morgen ist dann die Pilzdealer-Aktion und da werde ich mir erst die volle Ladung gönnen. So, man sieht sich ein bisschen an, was haben die Leute so an Waffen und dann gibt es da hoffentlich immer was. Genau, und wie gesagt, ich gehe mal zuerst auf die Magier, beziehungsweise man muss sowieso alles, logischerweise, aber genau. Die Magier dürften in der Unterzahl sein. Das muss man jetzt mal nutzen, beziehungsweise ich fange auch ein bisschen weiter oben an, bevor die Magier alle zu stark werden.
die dann irgendwelche Items haben. Na, das ist schon heftig. Die ganzen Assassinen hier am Start oder Schilde und so weiter von den Kriegern oder alles von den Kriegern braucht man ja sowieso. Von daher greifen wir hier weiter an. Sind die eigentlich ausgegraut oder nicht? Ich sehe gerade niemanden, den ich schon angegriffen habe. Ich hoffe doch, dass die dann ausgegraut sind, weil, ich meine, später muss man sowieso genauer drauf achten, wen man hier angreift. Der hat auch schon so einiges, das gefällt mir. Und auch der Schild, den brauche ich noch zu 1000%. Ja, die sind gar nicht so easy, Moment, da muss ich mein Gold verbraten. Nicht, dass ich da noch was verliere. 7% im Sammelalbum. Eigentlich kann ich mir diese Zahl auch speichern. So, und all die Kundis, das bekomme ich schon noch. Wird das jetzt gespeichert oder nicht? Also, ist der Name dann ausgegraut, wenn man schon einmal angegriffen hat? The Rock von den Bodybuildern. Du hast so einiges. Habe ich dich gerade angegriffen? Nö. Dich habe ich nicht angegriffen. 4 bekommen. Hat man dich zusammengeschrieben oder mit Abstand? Okay, mit Leerzeichen. The Rock. Ja, das wird ausgegraut. Sehr schön. Also, nicht grau im wahrsten Sinne des Wortes. Thomas LP, machst du Videos? Grüß dich. Natürlich auch ein Assassine. Was denn sonst? Du hast mir zu wenige Items an. Du hast mir genügend Items an. Wo sind wir bei 2680 in etwa? Und wieder 6 Einträge. Also am Anfang kann man das noch genießen hier. Die einfachen Angriffe. Aber später dauert es dann schon und das, damit werde ich vermutlich auch einige Zeit verbringen. Da muss man dann sich hier durch das Sammelalbum klicken und sich ansehen, was fehlt noch. Pro Item bekommt man nämlich mehr Erfahrungspunkte prozentuell. Und wer ganz neu anfängt, ab Level 10 kann man im Zauberladen dieses Sammelalbum finden. Das kostet dann 25 Gold. Deshalb wollte ich mal mindestens Level 10 erreichen. Genau, wo waren wir? Hier irgendwo. Deshalb wollte ich Level 10 erreichen dafür und dass ich die nächste Zeit ein bisschen nutzen kann, um hier schon nach netten Leuten zu suchen. Plus 3, okay, man sieht schon, wenn man nur zufällig angreift, wird es natürlich mit der Zeit weniger. Hier ist bestimmt auch was dabei. Oder was hast du so? Ja, da wird schon was dabei sein. 2 Items, ne, es wird echt weniger und zwar ziemlich schnell sogar. Ich dachte, das ist ein Krieger. Also immer, wenn man diese Waffen sieht, der Kopf sagt Krieger, aber in Wahrheit ist das gar kein Kriegerüberflieger. Der ist zum Beispiel ein Krieger. So, hier noch ein Magier. Dann machen wir es der Reihe nach. Zuerst fokussiere ich mich auf die Magier. Das Gute ist, boah, der hat wenig Ausdauer. Ich gewinne aktuell noch bei allen Kämpfen. Das geht soweit mal klar. Man bekommt sogar bei jedem Kampf noch eine finanzielle Belohnung hier. Das ist dann später natürlich nicht mehr so, wenn der Ehrenunterschied schon zu groß ist. Hier haben wir noch 2 Magier. Du hast nicht so viele Items an. Du bist komplett ausgerüstet. Boah. Die Waffe ist ja mal ultra krass für dein Level. Also für, ja, im Allgemeinen so. Gut. Da waren 5 Items dabei. Ich bin bei 8,46. Da wird immer gerundet bei zum Beispiel 8,53 oder so wird dann schon aufgerundet. Von daher müsste man im Prinzip, wenn man noch einen Prozentpunkt herauslocken möchte, muss man es immer auf 0,5 irgendwas machen. Plus 2, okay. Das, die Zeiten mit plus 8 pro Random Kampf, die waren schnell vorbei, muss ich sagen. Ich werde mich dann, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr plus 2 wieder nur auf die Krieger stürzen. Gehen wir mal in die 3000er Region. Da ist wieder kein einziger Krieger am Start. Wen haben wir hier? Du hast viele Items an, aber das kommt mir alles schon sehr bekannt vor. Aber irgendeine Farbe ist bestimmt dabei. 7, das ist schön. Und jetzt habe ich direkt 9%. Ist ja schon fast so viel wie, wow, ein scharfes S will ich nicht suchen. Ist ja schon fast so viel wie der Rang 1 Spieler. Du hast auch komplette Partie an in Lila. Das habe ich bestimmt auch noch nicht. Plus 1, okay. Also sobald der erste Kampf dabei ist, wo ich dann
null nada niente bekomme, dann, oh, schöne Robe, schöne Robe. Wo ich nichts bekomme, dann werde ich genauer darauf achten. Aber bis es soweit ist, kann man da noch wild rumsuchen. Das ziemlich schwache Items, ich glaube, da dürfte nicht mehr viel dabei sein. Habe ich mir dich schon angesehen. Vielleicht die Schuhe. Da ist ein Krieger dabei. Ja, da fehlt mir bestimmt noch was, aber du hast ansonsten gar nichts an. Der Maxwell, dem fehlen auch zwei Dinge. Ach, greifen wir an. So. Der hat fünf Items. Sehr schön. Wo war ich? Maxwell, Ralf. Die kennen wir schon. Hier eine Tasse Tee eventuell. Volle Ausrüstung. Definitiv noch was dabei. Nehme ich mit. Nebenbei, oh, eins nur. Heftig, heftig, deftig. Aber noch immer nie nichts bekommen. So, einen Krieger. Oh, schön. Du bist schön ausgerüstet. Ein Schild auch am Start. Und ich hoffe, ich gewinne. Genau, weil der war schon ziemlich stark. Plus 5. So gefällt mir das. Die 10% gerundet sind geknackt. Das kann man sich hier ansehen, wenn man mit der Maus drüber fährt zum Beispiel. 8% für Lehrmeistergilde, 10% für Sammelalbum. Obwohl hier steht 9,78 zum Beispiel, habe ich aber 10%. Das wird nämlich dementsprechend aufgerundet. Noch ein Krieger mit voller Rüstung, gefällt mir. Schöner Schild am Start, plus 5. Und da war gleich noch einer irgendwo hier dabei. Dem fehlen zwar zwei Items, aber bei den anderen sind so einige dabei. Plus 5 wieder, sehr schön. Geben wir mal 3-3-3-3 ein. Hier eventuell ein paar Magier. Du hast auch alles an. Handschuhe fehlen mir definitiv noch. Plus 3. 10,44%. Also jetzt hätte ich noch immer nichts zusätzlich. Im Vergleich zu 9,7 bis 10,4. Mein prozentueller Bonus wäre noch immer gleich. Aber ein, zwei Items müssten mir da weiterhelfen. Ach, und Kundis muss man ja wegen des Bogens angreifen. Man muss sowieso alles angreifen, fast. Heieiei. Aber das ganze andere Gedöns habe ich dann schon von den Assassinen. Dann wäre es im Prinzip am besten, wenn man die Assassinen nicht angreift, sondern einfach alles andere als Assassinen, oder? Wenn man das mal so sieht. Und Kundis sind ja hier auch so selten. Oh, den Schild brauche ich. 100%. Ich rate 4. Plus 4. Wow, oh, plus 6 sogar. Eine freudige Überraschung, würde ich mal sagen. Sowas sieht man gerne. Genau, also die Assassinen greife ich dann vorrangig mal nur über das Arena-Feature an, würde ich sagen. Und ansonsten suche ich mir hier eher alle anderen raus. Schild brauche ich zu 1000%. Waffe vermutlich auch, aber die Waffe kann ich ganz bestimmt auch über irgendwelche Assassinen erhalten. Ist ja nicht so, als würde es hier wenige geben. Gut, nicht ganz ausgestattet, nicht ganz ausgestattet. Ah, das habe ich, glaube ich, schon fast alles. Du hast auch recht wenig an. Was denn los? Ist euch nicht kalt? Zieht euch mehr an. Du eventuell, oh nein, du eventuell nicht. Du bist voll eingekleidet, ausgestattet, wie auch immer. Hm, plus 2. Plus 5. Sauber. Ich muss einfach niedrige Zahlen raten. Dann kommen die hohen. Okay, du hast ebenfalls Zuschauer. Zuschauer? Bist du Lars? Blinzle zweimal, wenn du Lars bist. Was ich sagen wollte, ich muss einfach niedrig raten, tief stapeln und hoch gewinnen oder so. Den Zuschauer greifen wir gleich an, obwohl ich glaube, den Schild habe ich sogar schon in der Farbe zufälligerweise. Plus 6, aber trotzdem, nö. Das geht klar. Was kann man sich eigentlich hier holen für Achievements? Den Hütchenspieler besiegen. Wollen wir da ein bisschen pokern? Mit einem Pilz? Setzen und los. Okay, reicht schon. Wie lange dauert denn diese Animation? Nein, das machen wir doch nicht. Wie viel Gold kann man? Ach, mit Silber geht das auch. Setzen und los. Gut, kann man die Animation irgendwie überspringen? Hilfe! Weil dreimal richtig erraten, das kann schon... Oh, Nummer 1 hätten wir schon mal. Nochmal natürlich. Ersetzen und los. Soll ich wieder die goldene Mitte? Ist es zweimal hinter... Ich mache zweimal hintereinander Mitte. Ah, das kann dauern. Nein, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich irgendwann, wenn... Keine Ahnung.
Auf jeden Fall nicht jetzt. Aber Achievements kann man sich auch holen. Und soll ich mir mal einen Bogen holen? Bares für Rares. Du hast mir zu wenig an. Du hast offenbar nicht so viel Bares für dein Rares, oder? So, plus 4. Nein, das geht noch immer feuchtfröhlich dahin. Da frage ich mich nur, warum der Top-1-Spieler da nicht mehr reinhaut. Bisschen faul, was das Sammelalbum betrifft. Aber das Level sieht schon gut aus bei dem. Gut, hier haben wir 5%. Dann 13%. 11%. 25%. Das sticht dann gleich jemand so sehr raus. Was ist denn mit der Gilde los? Sehen wir uns mal die Gilde an. Ja, da sind schon ein paar dabei. Mit einem schönen Level. Ich bei 12%, aber wir machen weiter. Wir machen feucht fröhlich weiter. Alles außer Assassinen. So, hier war ich. Genau. Silrat, du hast die volle Rüstung an. So gefällt mir das. Plus 2. Ah. Aber noch immer kein einziger Kampf mit 0. Und solange das so bleibt, ist das eigentlich in Ordnung. Ist manchmal verwirrend, wenn sich die Platzierung ändert, was ja am Anfang doch häufig vorkommt. Dann springt der Cursor manchmal herum und man tippt eigentlich den falschen an. So, Assassin's Squad. Und der ist ein Krieger. Das gibt's auch nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Linkes Ei, was hast du für eine Waffe an? Die Waffe ist schick. Also, für mein Sammelalbum ist die definitiv schick. Die hole ich mir nämlich direkt. Plus 2. Okay, das war vermutlich die Waffe und noch irgendwas. Aber viel hattest du nicht für mich. Ich glaube, ich muss dann auch weiter raufschauen. Oh, den Schild benötige ich definitiv, aber... Na egal, nehmen wir den gleich. Ich befürchte, das ist fast nur der Schild. Plus 6. Gut, ich sollte nicht so viel raten. Denn offenbar liegt mir das nicht. Und den wollte ich mir auch zu Gemüte führen, glaube ich. Oh, das war jetzt der erste. Das war der erste. Ich dachte, den Schild brauche ich eventuell noch. Du hast auch, jetzt lacht mich auch alles nicht an. Bei dir vielleicht die Schuhe oder so. Ja, aber jetzt wird es schon langsam. Naja, eng wird es noch nicht. Das kann man so nicht sagen. Boah, hier wird man es mal schaffen, eine Seite mit nur Assassinen. Da sind gerade nur zwei andere drin. Wenn ich anders scrolle, na, das geht sich nicht aus. Zwei andere außer Assassinen. Krasse Sache. Gut, holen wir uns auch mal ein paar Kundis. Irgendwann muss ich mir ja die Bögen auch holen, aber das gibt leider nur recht wenig. Weil man die Assassinen so häufig angreift. Oh, schön. Voll ausgestattet. Voll ausgerüstet, aber nur noch plus 1 erhalten. Da unten sehe ich noch einen Krieger mit relativ viel an. Die Farben kommen mir jetzt nicht so bekannt vor. Plus 5. Sehr schön. Das gleicht natürlich so einen plus 0 Kampf wieder dementsprechend aus. Diese Zwille brauche ich bestimmt auch noch. So jemanden greift man zum Beispiel nicht an, wenn man das Sammelalbum befüllen möchte. Der heißt einfach mal keine. Alles klar. Dark Cookie hat recht wenig an. Keks, you, den Bogen brauche ich zu 1000%, aber Gucci Gang, nehme ich dich. Den Bogen brauche ich bestimmt auch. Aber die anderen Sachen irgendwie nicht. Egal, greifen wir dich mal an. Zumindest der Bogen wird dabei sein. Plus 3. Gab es wohl auch ein paar Ausrüstungsgegenstände. Jo, aber ich glaube, das Wichtige wäre sogar, ein paar Leute weiter oben anzugreifen. Weil die unteren sind ja relativ einfach zu bezwingen. Machen wir ganz random oben drauf. Oh, da war wieder nichts. Aber bei dem hatte ich echt schon ein schlechtes Gefühl, muss ich auch sagen. Da hätte ich mir fast denken können, dass der nichts für mich hatte. Oh, den brauche ich bestimmt noch. Oder habe ich da am Anfang vielleicht jemanden angegriffen? Der hat auch recht viel. Ninja ist am Start. Von Fortnite zu Shakes and Fidget. Naja, weil es die Assassinen gibt. Und ein Ninja ist ja so ähnlich wie ein Assassine. Gut, hier noch ein Krieger. Der, obwohl die Waffe wollte ich sagen, nein, der hat bestimmt was. Plus 4. Kann ich es einmal erraten? Noch kein einziges Mal erraten. Ist das denn zu viel verlangt? Ich will nur einmal richtig liegen. So, habe ich hier jemanden übersehen? Ah, du hast wenig an.
meine, der Schmuck und so weiter, der ist... Ah, das sind schöne Farben. Die kenne ich nicht wirklich. Plus 2, 13,5%. Das ist schon mal für die erste Ladung ganz in Ordnung. Ich meine, mehr kann man sich noch immer holen. Selbstverständlich. Aber für den Anfang, um jetzt ein bisschen weiter zu questen, ist das schon ganz in Ordnung. So, irgendwie bin ich immer bei denselben dann. Ich muss mal weiter runter auch. Laptop 3 sieht eventuell ganz gut aus. Vor allem den Helm habe ich noch nicht so oft gesehen. Oh, plus 1. Keine Ahnung, was es davon war. Ist ja nicht so wichtig. Dann nehmen wir noch einen Kundi zur Brust. Wo gibt es jetzt die Rangliste mit nur Assassinen? Das wird gar nicht möglich sein, oder? Hm, den Bogen, ganz bestimmt. Der Bogen ist es. Dankeschön, plus 5 sogar. Der hat sich gelohnt. Gehen wir mal in die 5000er Region. Ich meine, Gegner gibt es ja hier wirklich ohne Ende. So viele Leute, wie viele haben wir mittlerweile auf dem Server? Bam, badam, 2 dazu. 18.800 und der erste Tag ist noch längst nicht zu Ende. Also das kann sich schon sehen lassen. Denke ich mal, volle Kleidung drauf da. Plus 2, 14,09%. Sehr schön. Es klappt noch mit einfach zufällig angreifen. Oh, schön komplett angezogen. So mögen wir das. Plus 1 nur. Damit hätte ich nicht gerechnet. Stand am Grabstein des Mathematikers, muss ich sagen. Oh, der Schild. Der Schild, der sieht verlockend aus. Oder? Weiß nicht, die Farben sind alle plus 1 relativ ähnlich. Ja, ein bisschen machen wir noch weiter so. Aber ansonsten der Bogen, oder? Nehmen wir den? Oder suchen wir jemanden, der eventuell auch bessere? Der wird es. Es gibt manche, die sind dann komplett in einer Farbe so. Der hat jetzt nur Bronze irgendwie an. 5333. Nö, dich nicht. Dich nicht. Du hast auch wenig. Boah, das brauche ich bestimmt noch, aber das werde ich von den Assassinen dann bekommen. Hm, den könnte ich noch benötigen. Das ist doch der... Nein, das ist nicht der Anfangsstab. Das sieht auch so... Ah, hier, du hast viel an. Du hast ganz viel an. Sehr schön, plus 2. Was man jetzt auch machen kann, man sucht sich irgendeinen Gegenstand, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Magierwaffe. Oh, ich wusste es, dieser Stab hat noch gefehlt. Wenn ich jetzt wüsste, wo der war, 533, oder? Irgendwie sowas in der Art war ich. 533, jetzt muss ich nochmal alle Magier anklicken. Dann bam bam, warst du das? Nein. Du warst es auch nicht, aber ich glaube, ich bin ganz in der Nähe. Du warst das. Das müsste der Stab sein. Genau, plus 1. Das war genau der Stab. Das heißt, man sucht sich jetzt irgendein Item. Und dann sucht man so lange in der Ehrenhalle, bis man es findet. Und die andere nimmt man dann sowieso nebenbei auch mit. Und dann sucht man sich wieder das nächste. Dass man immer zumindest... Ich habe die Anfangswaffen von den Kundis nicht mal noch. Aber die bekommt man ja echt... Also, nicht in allen Farben ist es so einfach, aber... Durch zufälliges Angreifen bekommt man die schon. Den grünen Bogen habe ich schon. Ja, also sowas zum Beispiel. Aber ich greife jetzt diese Spielerin nicht an. Die hat nichts anderes. Da will ich, wenn, dann gleich etwas, wo sich es ein bisschen mehr lohnt. Zum Beispiel, der hat einiges an. I love my life. Hat eigentlich niemand die normale Waffe? Hat die schon jeder ausgezogen oder ist das die normale? Dachte mir, die normale Farbe sieht etwas anders aus. Ey, ich habe doch gerade einen ganz anderen angeklickt. Hier, den da. Der hat auch diesen grünen Bogen. Ja, nehmen wir nochmal so einen Krieger. Genau, und im Prinzip, das werde ich jetzt noch die nächste Zeit so plus 5 bisschen machen. Bis wir da auf, keine Ahnung, bis ich da auf 20% bin. Wenn man da mal ein bisschen rumschaut. Okay, in meiner Umgebung. Alle recht wenig und einer sticht immer raus. Okay, hier haben wir 18, 23%, dann wieder 5. 8, 5, 8. Und jetzt gleich wieder einer mit fast 30. Okay, nicht mal Sammel. Und hier 18%. Dann kein Sammelalbum. 5%, 17%, 7%. Es gibt nichts dazwischen. Entweder krasses Sammelalbum oder fast gar keines. Jo. Gut. Also, da werde ich ein bisschen weiter sammeln. Meine Prozente aufbauen und bessern. Festung gibt es erst später und die ist, glaube ich, am Anfang...
25, genau. Aber hey, man muss bedenken, das Event läuft bald und habe ich jetzt eigentlich ein bisschen was dazu bekommen, um den zu packen. Das Skelett, kann man das als Assassine mit Ausweichen und so? Nein, sieht nicht so aus. Nö, 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 nö. Gut, dann würde ich mal sagen, mache ich hier noch ein bisschen weiter. Vor allem heiter. Und dann geht es einfach beim nächsten Mal weiter.